Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream, und ich heiße euch jetzt Come in War Thunder. Jo, als erstes, ich hoffe mal, ihr hört meine Stimme, vielleicht ein bisschen jetzt etwas leiser. Ich habe gestern Abend etwas hingekriegt, was ich... Fragt mich nicht, wie ich das hingekriegt habe, ich weiß ja auch nicht. Manchmal bin ich ja so ein dappiger Hund, ne? Muss man ja echt sagen. Manchmal habe ich echt so tollpatschige Eigenschaften, also ja. Ich bin eigentlich nur aufgestanden in die Küche, kam wieder zurück, hab das Teleskop-Mikro, also ich habe das ja über so einen Teleskopschrank und alles hier, nur so ein bisschen zurückschieben wollen, dann kriege ich eine Gewicht, so richtig schön kleiner Stromschlag, richtig eine Gewicht halt, und dann auf einmal ging mein Mikro nicht mehr. Ich habe alles probiert, alles, ging nicht mehr. Also, was machst du, gehst du wieder auf Headset um mit dem Mikrosystem da, ja. Neuer Ersatz ist bestellt, Gott sei Dank habe ich noch Garantie drauf, aber es ist halt trotzdem, hä? Also irgendwie, also entweder war wirklich meine Hand nass, oder ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Irgendwas muss ich gemacht haben, dass das so passiert. Ja, ich dachte mir, ich gehe heute mal ein bisschen schippern, mit der Köln als Fokus eigentlich, weil, ja, ich will jetzt endlich mal die Graf Spee in die Finger kriegen, das ist noch so viel und ja. Na gut, eigentlich habe ich ja vorgehabt auf realistischer Basis, ich habe vorhin schon probiert, aber irgendwie kriegst du da keine Schlacht. Deshalb gehen wir jetzt einfach Arcade, ne? Irgendwie kriegt man momentan keine Schlacht. Es sind aber auch, ja gut, es sind nicht wenig Leute da, aber dennoch, ja. Es ist aufgrund der gewissen Situation, die jetzt existiert, halt auch schon wieder so schwierig, Leute zu finden, die dieses Spiel sehr gerne noch spielen. Weil einige doch sagen, ja okay, ich möchte jetzt erstmal einen gewissen Zeitraum von dem Game Pause machen, weil da, ja, dabei hat Gaijin da eigentlich im Prinzip nichts direkt mit zu tun. Okay, es sind da arbeiten auch Russen, da arbeiten auch Ukrainer und die arbeiten zusammen und kommen eigentlich klar, eigentlich, soweit ich das mitgekriegt habe. Daher, ja. Ich hoffe, diese ganze Geschichte klärt sich. Ich hoffe, diese ganze Geschichte hört einfach auf und gut ist. Ja, Hoffen ist da. Ja. Viele von euch da draußen haben schon bemerkt, man kann hier im Chat nichts mehr schreiben. Es hat einen Grund. Wegen diesem Krieg. Der Chat wurde abgeschaltet wegen dieser Kriegsgeschichte, weil man möchte doch verhindern hier im Spiel, dass sich Russen und halt Ukrainer sich im Chat bekriegen mit Wörtern, Beschimpfung, Beleidigung, Bedrohung. Ne? Das möchte man sehr groß verhindern, weil das führt anschließend dann halt auch viele Konsequenzen anschließend nach sich und ja, da möchte man einfach nur den Spielfluss hier nicht beeinträchtigt sehen und da haben sie halt den Text-Chat hier im Allgemeinen erstmal ausgeschaltet, solange diese ganze Geschichte halt verläuft. Ne? Weil ich habe jetzt eine Passage im Forum gefunden, da hat sich einer tierisch darüber aufgeregt und kam halt mit Aussagen, die mir selber nicht gefallen, wo ich so denke, sag mal, 5 Minuten mal Hirn einschalten würde doch schon ausreichen, aber es gibt halt Leute da draußen, nee, die schalten nicht mal für eine Sekunde das Hirn ein, die gehen gleich beschweren und erst hinterher, vielleicht irgendwann später, sagen sie dann, oh ja, das könnte daran liegen. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Oh, ich kann nur da oben spawnen. Das ist eine Sauerei. Ja. Dass ihr Bescheid wisst, was jetzt Tachlis ist. Ich verstehe das. Ich verstehe das wirklich. Also, viele, viele Spiele. In vielen, vielen Spielen hat man diese Maßnahme gemacht schon. Und es ist halt wirklich verständlich, damit diese entsprechenden Parteien sich nicht noch in den Spielen auf eine Art und Weise bekriegen. Gut, es wäre natürlich wunderbar, wenn es überhaupt keinen Krieg gäbe, aber ja, hoffen, dass das irgendwann selbst endet, dass selbst die Soldaten irgendwann sagen müssen, was, wir lassen stecken. Das wäre natürlich cool, wenn eine ganze große Anzahl von Soldaten einfach sagt, wisst ihr was, leckt uns doch am Arsch, wir wollen diese Kacke hier nicht. Wir gehen jetzt irgendwas anderes machen. Na, so wäre es schön. Das würde so einiges machen. Das
würde so einiges bringen. Ich würde zum Beispiel den entsprechenden Parteien sagen, ey, komm, na gut, dann lassen wir es eben sein, aber Leute wollen nicht. Ja, wir sind in einer Zeit gelandet. Wollen wir den Spaß hier am Spiel haben, ne? Wollen wir mal Spaß am Spiel haben. Ja, wie gesagt, ich hatte vorgehabt, jetzt hier auf realistischer Basis, aber es hat sich leider nicht... Oh, come on! Come on, Alter! Ich bin gerade am Schippern und der Kollege schleift mich gerade mit sich. Was soll denn die Scheiße? Jo, einmal nicht Hirn einschalten, mein Freund, ne? Ich habe jetzt darauf vertraut, dass da jetzt keiner im Weg ist und ich in Ruhe schießen kann. Aber nein, da ist einer im Weg und der ging gerade dermaßen auf den Senkel. Okay, der da hinten, der schippert euch das zu. Ich gebe die kleine Salve rein. So, jetzt muss ich hier wieder... Ja. Oder auch nicht. Erstmal gucken, dass die Maschinen wieder angehen. Ich habe extra gestoppt, weil der Kerl hier ja durch die Bank weg mich weggezogen hat. Ja, also ein bisschen habe ich was darauf getroffen, wo ich hin wollte. Ihr wisst, wo ich hin will. Munitionsvorrat. Oh, die Salve könnte gut treffen. Nein, doch nicht. Das war nicht meine. Jetzt aber. Jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Einmal richtig rein. Wie gesagt, diese Zielhilfe, die dabei ist, die mag ich nicht. Die mag ich so ganz und gar nicht. Die kann ruhig von mir aus wieder raus. Weil sie hilft mir nicht. Mir hilft sie nicht. Ich weiß nicht, wer von euch sie benutzt, aber sie hilft mir nicht. Ich würde sie auch gern ausschalten, aber ich habe, ja, funktioniert irgendwie nicht mehr. Ich hätte es mal rausgefunden, da konnte ich das realistische Zielen reinstecken. Ich habe aber jetzt realistisches Zielen schon drinne. Und trotzdem habe ich diesen kleinen Scheißer hier, der mir sagt, guck mal, da musst du hinschießen. Und das finde ich sowas von Kacke, dass das einfach nicht weggeht. Also, ja. Aber wir können ja auch den, bei den Flugzeugen zum Beispiel, den Vorhaltepunkt kann man da ja auch nicht wegmachen. Also, diese Funktion, die fehlt noch. Die müsste man noch mit reinbauen. Dann kann man selbst sagen, sich entscheiden und sagen hier, doch warte, weil die Flugzeuge ist drin. Bei den Panzern weiß ich nicht, habe ich noch nie danach gesucht. Aber hier habe ich noch nichts gefunden, was einen irgendwie da hilft. Finde ich halt ein bisschen doof. Zielhilfe wäre, ja, ja gut beim Fliegen, okay, deshalb spiele ich gerne mal Arcade, aber, ne? Aber das ist halt so der bestimmte Punkt. Oh, ich bin schon wieder fast aus der Runde da raus, muss wieder zurück. Ist hier die Karte so klein? Mir so klein vor. Nee, mein Fehler war einfach nur, dass ich zur Seite gedrückt worden bin von dem Vogel da hinten und bin dann hier allgemein falsch gefahren. Im Übrigen, wenn ihr ein summendes Geräusch im Hintergrund hört, dann sorry. Ich kann das leider nicht mehr abstellen, das summende Geräusch. Das stammt nämlich nicht von meinem Haushalt, sondern das stammt von draußen. Hier ist ja irgendwo, ehrlich gesagt, blicke ich nicht ganz durch, was das, wo das, ob das Geräusch hier von dem Bagger kommt, der da draußen rumfuhrwerkt, oder von den Gerätschaften, mit denen die da rumfuhrwerken. Richtig blicke ich da auch nicht mehr durch. Aber hey, was soll's. Oh, oh, oh. Schade, schade, bisschen, aber ansonsten top. Oh, da ist ein Schlachtschiff da hinten. Jetzt kriegt er es voll rein. Boom! Das war meiner. So, Schlachtschiff, kommen wir auch mal. Mal sehen, ob wir das Schlachtschiff, was ist da eigentlich drin für ein Schlachtschiff? Jo, das können wir jetzt leider nicht sehen. Autsch. Wer war das? Wer war das von euch Schweinen, hä? War das der hier? Ich glaube mal, das war der da. Das sieht so aus, als war er's. Schöner Klarname. H2O oder was? Nee, ist das ein Q? H2Q?
bei Team Wasser getroffen ist. Hä? H2Q? Hm. Da wüsste ich jetzt nicht Bescheid. Ich weiß nicht, was H2Q ist. Egal. Ist mir egal, wie die sich nennen. Komm schon, wenn das Wettlauf ist im Arsch, Junge. Geb auf. Im Arsch, Leute, sind die auch. Die hält ganz schön gut durch. Ich glaube, ich muss gleich die Munition wieder wechseln. Ah, ich habe oft genug angezündet. Ah! Oh, wow, Millimeter war das gerade. Also so kleinen Millimeter noch und dann boom, zack, wäre ich weg gewesen. Komm schon, ich werf dich, ich mach Platz. So, wo ist dein Bunker? Ich würde mal sagen, da ist ungefähr grob geschätzt. Nein, ein bisschen zu weit rüber. Okay, ein bisschen zu, ja, zu weit weg. Oh, guck mal, was da gerade ist, die Berserker. Komm, die machen wir ein paar kaputt. Ja, genau, schön kaputt machen die ganze Scheiße da. Und nochmal, rein in den Salat. Komm schon. Wow. Vielleicht kann er nicht mehr schießen. Komm schon, komm mal nachladen. Ich dachte schon, von mir schippert wieder einer rum. Schön in der Poppes rein. Wunderbar. So sieht schön aus. Schön in der Poppes. Und nochmal rein. Dein Schiff kann gleich nicht mehr. Oh, ich muss irgendwas Besonderes getroffen haben. So einen Knall kennen wir ja nur, wenn was Wichtiges hochgegangen ist. Autsch. Das ist natürlich hier auch nicht gegeben wäre. Hat aber auch nicht mehr viel. Komm schon, nachladen, zacki, zacki. Ah, kommt schon wieder ein Top. Oder war ich schnell raus? Der Typ vor und neben uns hier, der Kollege, der ist voll gearscht. Den geht's nicht mehr so gut. So, jetzt aber schön da drin. Ah, shit. Eddie Svetlov ist zu stark gepanzert. Die ist einfach zu stark gepanzert. Ach, guck mal, wie der schiebert. Er ist ziemlich seitlich. Ich muss höher ziehen. Ich hab meinen Plan. Komm schon. Nachladen. Jetzt. Und. Voll davon. Voll vorbei. Hätte aber klappen können. Ist er schnell unterwegs. Jetzt aber. Oh, schön, schönes Ding. Und jetzt hier schön in die Türme rein. Oh, den neige ich aber ganz schön zur Seite. Treffer! Ja! Ja! Da war er! Da war es! Das war wie ein Tor, ey! Da war der Shot, ey! Da haben wir ihn gekriegt! Genau perfekt getroffen! Das glaubst du ja nicht, ey! Aber musste erstmal ein paar Mal vorbeischießen. Oh Gott, die Dreadnoughts. Oh, weia. Ja. Wie machen wir die denn platt? Oh, da hinten ist der Trenton. Fuck. Trenton am Start. Die Kirov schiebt sich noch dazwischen, kriegt was ab. Drop am Start. Oh, mehr. Okay. Den, wo ich Angst haben müsste, der da hinten. Was willst du von mir mit deinem Teil? Komm, hier schicke ich mal was rüber. Ich hab meine eine Kanone kaputt gemacht, der Saftsack. Doch, zack. Oh. Achso, wir haben Feuer an Bord. So, was ist jetzt los? Oh. Ist das eine Atlanta? Könnte die Atlanta sein. Bei der Nachladerate ist die Atlanta 100 Pro. Komm schon, laden. Kann ewig durchhalten. Muss das Ding beschädigen. Seine Türme gehen schnell kaputt, Leute. Ganz schnell. Oh. Das war die Dreadnought, die Sau, die Hände. Ja gut, das Ding, wenn das auftaucht, dann das Pustekuchen, ey. Da verpisst du dich lieber. Na gut. So ist jetzt also der Stand der Dinge.
Ja, das ist echt eine Atlanta. Ich sehe die, ich hab's gewusst. Es lag an den, ich hab's nämlich an der schnellen Schussform, also Nachladeform und an den Türmen erkannt. Das war die Atlanta. Oh, der da hinten sieht aber gar nicht mehr gesund aus. Komm, da langen wir mal drauf. Vielleicht holen wir uns noch was. Abschusshilfe reicht mir auch aus, aber den. Och nö! Das ist halt mal doof, wenn auf ein brennendes Schiffswrack da schießt. Oh, der ist aber, mein lieber Scholli, der ist ja kurz vom Verrecken. Der stirbt schon, der durch das Roman, das ist schon, meine Güte, der stinkt doch schon. Der ist doch schon längst kaputt, der säuft ab und krieg ich ihn wieder, obwohl ich als letzter drauf geschossen habe. Ich verstehe das neue System hier nicht. Okay, was ist denn da für ein Schlachtschiff? Das Master irgendwas. Achso, das ist ein Dreadnought. Oh oh, Imperiatia, scheiße. Einer von der Gangut-Reihe ist hier. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da ist von der Gangut-Reihe eigentlich. Oh, sein Hauptgeschütz kann. Doch, das Geschütz kann schießen, aber alles andere ist kaputt an dem Geschütz. Das ist ja krass. Keine Munition nachsetzen. Ganz gut für uns. Ich wechsle nochmal Muni. Deshalb Pre-Munition gleich draufschmeißen. Vielleicht kriege ich ein bisschen angezündet. Ah, da kommt nicht hin. So, wir wollen ihn mal anzünden. Komm schon. Burn, Baby, burn. Brenn für mich. Du sollst nur für mich brennen. Mehr sollst du nicht tun. Er steht. Er steht? Er steht. Wo steht er denn? Ich raff den Typ nicht. Wo steht er nicht? Vor allem ist die Torpedo-Reichweite. Warum steht er? Nee, der steht nicht. Das sieht nur so aus. Oh, was haben wir denn da Schönes? Hallöchen, hallo, Northampton, ha? Ja, Northampton. Ist nur ein bisschen Feuer, ist nur ein bisschen... Ach, das ist noch gar nichts, Leute. Das ist nur ein bisschen Rauch. Da hat so ein bisschen was angefangen zu brennen. Ja, und weil es das Heck ist, würde ich mal sagen, der Captain hat einfach, würde ich mal sagen, zu viel Chili gefressen, sich hinten auf die, an die Reling gesetzt und, ja, es hat Feuer gefangen. Spaß muss sein. Wow, wow, schön getroffen. Schön getroffen. Komm, nachladen. Sehr schön. Was ist jetzt F? Ah, was ist denn hier los? Warum säuft denn das Ding jetzt auf einmal ab? Willst du mich veräppeln? Das war doch nur ein bisschen am Hintern. Ein bisschen gekippt. Das hat er nur ein bisschen gekitzelt. Was ist denn jetzt hier tot? Hallo? Neuer Bug oder was? Würde mich jetzt auch nicht wundern. Komm, 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 komm. Du kannst mich ja wohl nicht veräppeln, mein Freund. Das wäre ja neu. Hey. Ah, der kriegt kaum noch was ab. Der säuft gerade so schön ab. Komm, noch mal nachladen. Eine Salve setzen. Eine einzigste. Ich glaube, die reicht. Na, lieber noch eine Salve setzen. Ich weiß ganz genau, den Kill klaut mir einer. Wusch! Ah, verflucht, die Gangut, die habe ich, das Gangut-Monster habe ich total übersehen. Den habe ich total übersehen, da habe ich auch nicht mehr mitgedacht. Wisst ihr was? Wir gehen mal wieder mit der Kalgalster rein. Das ist ja Ewigkeit, obwohl, nee, die Z, die muss noch ausgebaut werden. Gut, wir nehmen die Z. Wie schlimm ist es denn? Wir gehen hier oben rein, weil ich glaube hier, ja, wir gehen mit der Z rein. Und wenn wir dann Flugzeug nehmen können, ich glaube, wird es Zeit für die U-88, würde ich mal behaupten.
Aber ich muss sagen, diese Runde läuft verdammt gut für mich. 3 Kills auf dem Stand hier, das sieht doch mal ganz, ganz geil aus hier, ne? Allerdings, ja, das Ding ist natürlich da von der Gangot-Reihe, ne? Ich kann den Namen nicht richtig perfekt aussprechen. Paris, Jaja, Kommune. Ich sag's mal so, einfach Gangot-Klasse, ne? Einer von der Gangot-Klasse und das sagt schon einiges aus, weil die Dinger sind ja echt top gewesen damals. Zu damaligen Zeiten waren die echt top. In der heutigen Zeit hätten die Dinger keine Chance. Überhaupt nicht. Bei den modernen Abwehrkanonen und Systemen, die wir haben, gar keine Chance. Also ich könnte mir das Ding nicht vorstellen, wenn das nicht aufgerüstet werden würde, weißt du, aber ja gut. Es existiert ja auch nicht mehr. Ne? Diese Schiffsreihe ist nicht mehr, also die sind berühmte Dinger, aber das Projekt damals irgendwann war es vorbei. Wir schalten mal auf eine SAP-Munition um. Oh, ich habe ihn getroffen. Wir versuchen es nochmal, ihn anzuzünden. Ja, ist ein bisschen blöd. Okay, da ist schon der erste von mir geballert worden. Wow, zwischen seinen Türen durchgeschossen. Ich bin ein Künstler. Getroffen. Es brennt. Er burnt. Er spielt den Burning Man. Einer trifft. Sehr schön. Und noch so ein Schuss. Komm schon. Noch so ein Treffer und ich bin fröhlich. Ja, es geht. Er ist halt eine Tasken. Das ist schon wieder mal nicht in Ordnung, das Teil. Boom. Hei. Jetzt komm. Rinder. Und Karamba, weg damit. Was? Ich war der Letzte, der drauf geschossen hat. Ich sag's ja, das System versteht hier keiner mehr, weil es einfach keinen Sinn mehr ergibt. Oh, eine Graschen Grimm. Autsch. Eine Graschen. Geiler Name irgendwie. Es bedeutet irgendwas Besonderes, aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht mehr genau was. Oh, ich war der Letzte drauf geschossen. Der Letzte und trotzdem ist es für den Arsch gewesen. Ich verstehe es nicht. So, ich setze jetzt einfach mal in komplette Rotte meine Torps rein. Wird schon irgendeinen treffen. Irgendeinen wird es immer treffen. Allerdings haben sie mich alle ganz doll lieb. Alter Schwede, wie die nach mir schießen, das ist ja echt heftig. Ja gut, das sind die automatischen Kanonen bei denen, aber trotzdem. Komm. Ah shit, zu kurz, zu. Ich will seine Türme treffen. Ja? Oh, Volltreffer, aber so richtig schön, satten rein, ey. Richtig gut getroffen. Und nochmal, komm, so ein Ding nochmal. Ach, scheiße. Der versucht gerade abzudrehen. Komm, nochmal. So ein schön. Rin. Boah. Wir verlieren die Runde leider, aber... Hallöchen, hallo. Komm, ich hol mir den noch. Den hole ich mir noch. Komm, Zeit. Nein, doch nicht. Zeit abgelaufen. Schade. Den hätte ich mir noch gern geholt, aber das sah doch mal satte geil aus. Schön drin. Immer schön Botsch rein. Ja, das macht doch Bock, ey. Das war eine richtig geile Runde, Leute. Das hat mir richtiges Laune gemacht. Also, boah. Ja, Punkte her. Kohle ist mir scheißegal. Punkte. 7000 nur. 7000. Ich habe 3 Seeziele vernichtet. 3. 3 mit der Köln. Guckt euch das an, was dabei rumkommt. Ich sag's, wie es ist. Das neue System ist scheiße. In der alten Zeit, früher, bevor das neue Wirtschaftssystem da am Laufen war, da hätte ich mindestens 14.000 bekommen. Mindestens. Warum die das jetzt so abgebremst haben, weiß ich auch nicht. Und ich weiß nicht, wer da alles für gestimmt hat. Ja gut, es ging halt den meisten sehr um die Lines und nicht um die Forschungspunkte. Aber jemand wie ich, der
keine Lines mehr braucht, sondern hier Forschungspunkte, ist dann der Angeschissene. Ja, gut, was soll's. Kann's nicht ändern, ne? Kann man nicht ändern. War aber trotzdem eine mega geile Runde. Ich hoffe mal, ihr habt auch euren Spaß gehabt. Das war richtig top geil. Ich sag's ja, die Köln ist unübertroffen. Damals, okay, in den ersten paar Tagen, wo das Game hier die Köln reingekriegt hat, da war die noch nicht so richtig potenziell mäßig drauf. Ich weiß ja auch nicht, es waren ein paar Patches nötig, damit die wirklich ihre komplette gewaltige Kraft rausbringen können, ne? Also da war noch ein bisschen was nötig, weil zwischenzeitlich kam ja auch mal die Situation vor, du hast auf ein Schiff geschossen, aber generell gesehen hat er keinen Schaden genommen. Und jetzt kriegen sie richtig geil Schaden, ne? Gut, ich habe wie gesagt auf realistisches Zielsystem umgestellt und muss sagen, ich bin davon sehr, sehr begeistert. Ich finde das ganz nice. Leider habe ich immer noch diesen blöden Vorhaltepunkt dabei. Den kann man einfach nirgendwo aufstellen. Wenn ich ihn aufstellen könnte, würde ich es wieder so umstellen wie in den alten Zeiten, wo ich das Ding auch nicht hatte und ich weiß trotzdem, wo ich hinschießen muss. Weil dieses Neongrüne, das lenkt mich ab, das macht mich fertig. Ich hasse dieses Ding. Aber, ja, vielleicht geben sie uns irgendwann die Möglichkeit, ne, das dann da auszuschalten. Ich meine, wir haben ja auch bei den, ja gut, wir haben ein kleines Hilfssystem im Arcade Panzerfahren, dieses kleine Kreuzchen, aber das ist nur so ein kleines Mini-Kreuzchen, versteht ihr? Und das da, das ist ja richtig, ouch. Das knallt ja richtig voll vor die Fresse, ey, das ist echt ätzend. Na gut, beschweren wir uns mal wieder weiter nicht. Gut, Knut, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like oder ein Abo da und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall wieder am Mittwoch mit, ehrlich gesagt, habe ich noch keine Ahnung. Ich muss ja auch jetzt gucken, was ich nutze, weil aus gewissen Gründen, ich kann die Sowjets nicht anrühren, das geht gerade gar nicht. Und bei den Amis muss ich jetzt auch so ein bisschen die Füße vielleicht fernhalten, weil die hängen sich da ja auch jetzt in die ganze Geschichte ein bisschen zu sehr mit rein. Obwohl man auch es befürworten kann, ne? Und ja, gute Frage, nächste Frage. Ich könnte natürlich wirklich jetzt bald mal mich hier bei den Israelis für die Panzer registrieren. Also ich habe das Paket immer noch nicht gekauft, weil dieser M51 mich einfach nicht so richtig rausholt. Ich würde mir gern mehr Kava, aber 60 Euro ist halt viel Geld, ne? 60 Euro. Es ist halt, gibst du mal 60 Euro aus oder nur ein 40er. Aber dann hast du so eine Krücke wie das Ding da an der Backe und ja. Ja, das ist halt so eine Sache. Ich guck mal, Leute. Ach, hätten sie noch ein anderes Modell dahin gepackt, ey. Im Prinzip ist er ja nicht schlecht aufgebaut, aber er hat halt von den Panzerungswerten, das sieht einfach nur scheiß aus. Und daher, dass er Rating 6.0 hat, versteht ihr, was ich meine? Ja, ist es nicht gerade angenehm. Na gut, dann wie gesagt, euch noch einen schönen Tag. Bis Mittwoch.